Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 23 Video. Und im heutigen Video gibt es die News Episode 18. Und der ein oder andere wird sich jetzt wundern, weil wir im letzten Video ja schon News Episode 19 am Start hatten, ne? Und es ist einfach so gewesen, dass ich die News Episode 17 gemacht habe und dann die News Episode 19. Ich habe die 18 einfach komplett vergessen. Und das heißt eben, dass wir im heutigen Video diese Episode nachholen und wir beginnen direkt mal mit der neuen Preseason in FIFA 22. Denn ihr habt ja gerade tatsächlich die Möglichkeit, euch in FIFA 22 Boni für FIFA 23 zu erspielen. Und man muss aber ganz klar direkt mal sagen, die Boni sind einfach nicht die besten. Man kann sich hier jeweils ein Starterpack erspielen aus der Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League und La Liga. Und da sind halt drei seltene Goldspieler dann drinnen aus der Liga. Das Ganze ist aber komplett untradable, das heißt, ihr könnt die Spieler eben nicht verkaufen, sondern nur selber spielen. Und des Weiteren bekommt ihr ein Pack, wo 5 Verträge drinnen sind. So, da frage ich mich auch nur, EA, ist eigentlich gar nicht so krass, ja, ist gar nicht so krass, der die Belohnung hier. Und eben ein 2 seltenes Goldspieler-Pack. Und da ist ganz wichtig, das sind nicht irgendwie 2 25k-Packs. Das ist ein Pack, wo 2 seltene Goldspieler drin sind. That's it. Also hier nochmal als Bild kurz zusammengefasst, jeweils ein Pack eben aus den Top-Ligen mit 3 seltenen Goldspielern und eben diese 2 Sachen. Und ich kann euch sagen, das hier unten kann man sich wirklich sehr, sehr leicht abholen. Ihr müsst da in FIFA 22 einfach nur bei den Zielen reingehen und dann seht ihr die Aufgaben auch schon. Und zwar einmal haben wir Foot 23 Warm-Up, da bekommt ihr eben diese Verträge und eben diese 2 seltene Goldspieler-Pack. Und hier haben wir den Foot Schnellstart und da bekommt ihr eben jeweils diese Packs aus den einzelnen Ligen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das hier zu machen, weil ihr da einfach nur 3-mal so eine SBC machen müsst und das machen wir jetzt auch einfach direkt. Und zwar ist es diese Challenge hier, Foot 23 Warm-Up, und du bekommst ja auch einen Player-Pick, wo eben ein 84-Plus-Spieler drinnen ist und du musst wirklich nur Bronzespieler reingeben. Du kannst es auch mit dem Trainer einfach machen, dann geht es noch schneller, aber ja, einfach hier Bronzekarten reingeben. Also that's it, ich habe random Bronzespieler reingegeben, dann gebt ihr das Ganze einfach mal ab und dafür bekommt ihr dann eben erstmal diesen Player-Pick. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, man schließt das Ganze eben ab, aber man kann diese SBC, glaube ich, nicht direkt wieder machen. Wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Ich öffne jetzt mal den Player-Pick, mal schauen, ob wir was ziehen. Oha, 94er Jungberg. Kann man mal mitnehmen. Den kann man auch schön abgeben für irgendwelche anderen SBCs. Okay, das nehme ich komplett mit. Hä, voll geiler Spieler. GG. Das ist sehr, 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 sehr nice. Aber schauen wir jetzt mal kurz, wo die SBC jetzt ist. Ob die jetzt noch ganz normal da ist oder ob wir die eben erst wieder in einer gewissen Zeit machen können. Ja genau, also wir können sie jetzt direkt nicht nochmal machen. Es sollte so sein, dass das Ganze eben in einem Tag und in 2 Stunden nochmal gemacht werden kann. Das heißt, ihr habt immer so 2 Tage Zeit eigentlich, um eine SBC zu machen. Und ja, da geht ihr einfach dann am nächsten Tag rein oder am übernächsten und macht dann wieder die SBC und das Ganze 3-mal. Dann bekommt ihr eben den ersten Reward für FIFA 23, also diese 2 seltenen Spieler. Und dann könnt ihr eben das hier noch machen. Da müsst ihr einfach nur in den Foot Freundschaftsspielen reingehen und dort dann eben in 3 separaten Spielen treffen. Das ist es eigentlich. Also ihr müsst nicht mal gewinnen, sondern einfach nur treffen. Und wichtig ist, dass ihr eben 7 Premier League Spieler in der Startelf habt. So, that's it. Also es ist wirklich eine einfache Aufgabe. Man bekommt auch wirklich coole Packs. Man bekommt hier in FIFA 22 nämlich 55k Packs, also seltene Mega Packs. Das ist schon überhaupt nicht schlecht. Aber für FIFA 23 kriegst du halt wirklich nur kleine Packs. Aber ich würde euch trotzdem raten, das zu machen, weil es schadet nicht. Und wenn ihr dann zum Beispiel aus der Ligue 1 irgendwie dann Neymar oder Mbappé oder so zieht, dann freut ihr euch einfach nur extrem mit FIFA 23. Es ist übrigens auch so, weil mich das viel gefragt wurde auf Instagram, wann man diese Sachen bekommt, wie man sie bekommt. Also wann genau, kann ich euch nicht sagen. Ich denke, dass es zum Start von einer Standard-Edition sein wird, aber irgendwann in den ersten Wochen. Ich glaube, EA hat kommuniziert, dass das Ganze bis Anfang Oktober ausgeliefert wird. Genauso, hier steht das Ganze, alle Preseason Rewards sind untradable, das habe ich euch auch schon gesagt. Und die Rewards, die man eben sich erarbeitet, die sind bis zum 13. Oktober, also bis zum 13. Oktober werden sie ausgeliefert von EA. Und ihr müsst irgendwie bis zum 14. November euch einloggen. Das ist aber sowieso der Fall. Das heißt, bis 13. Oktober haben sie den Zeitraum, dass sie eben einem diese Sachen dann eben geben, diese Boni, die man sich erspielt hat. Und ihr müsst tatsächlich nichts weiteres machen, als euch das hier zu erspielen und dann in FIFA 23 einfach mit demselben Account in Ultimate Team reinzugehen und dann wird euch das automatisch eben gut geschrieben. Ganz einfache Sache. Genau, übrigens hier die erste Sache habe ich hier schon abgeschlossen, da bekomme ich dann auch wieder ein Pack. Also es ist echt nicht schlecht, man kriegt hier wirklich
sehr, sehr viele Sachen geschenkt noch in FIFA 22. Das schadet auf jeden Fall nicht, da freut man sich und die Packs kann man natürlich easy öffnen und damit noch irgendwelche SBCs oder so machen. Weil das Pack, was man hier bekommt, ist ja wirklich mega, mega gut. Das ist das Pack hier. Einfach 5 85 Plus Spieler. Du bekommst hier wirklich nochmal die Spieler komplett in den Rachen geschoben, kriegst hier nochmal geile Karten. Wir ziehen einfach den Team of the Season und das ist Brozovic. Also da kannst du dich nicht beschweren, das nimmst du sehr, sehr gerne mit. Und ja, ihr seht es, Freunde, was ist das für ein Pack? Holy shit, holy, was ziehen wir hier? Einfach 5x85 plus und wir ziehen alles über 90, crazy. Savic, Payet, Coquereau und Rodriguez, unfassbares Pack. Und das ist halt schon geil, weil die Sachen kann man alle noch in SBCs packen. Es war dann gestern übrigens so, dass dieses Event ja ganz normal gestartet hat und dann haben die Leute Packs geöffnet, weil ja auch ein ganzes Pack-Team bei diesem Event dabei ist, in FIFA 22 halt. Und die Leute haben Packs geöffnet und haben dann nur Goldkarten bekommen. Das heißt, da hätten Special-Karten drinnen sein sollen und es waren aber immer nur die Gold-Versionen drin. Das heißt, hier eben zum Beispiel Ronaldo, Navas und so, alles halt in normaler Gold-Version anstatt eben in Special-Cards. Und das hat EA bis jetzt immer noch nicht retourniert. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, sie haben die Spieler immer noch nicht ersetzt. Das heißt, wenn du so Ronaldo gezogen hast, hast du ihn immer noch als normale Goldkarte drin. Das ganze Event hat ja sowieso auch eben Verzögerung gehabt. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wegen unvorhersehbaren Issues, also eben Umständlichkeiten, ja, hat das Ganze dann nicht funktioniert. Also die haben da schon wieder ordentlich Blödsinn gemacht. Ich hoffe, dass das zu FIFA 23 besser wird. Ich kann euch aber auch zu 100% versprechen, dass es nicht besser wird. Was übrigens aber sehr, sehr interessant ist, man weiß nicht ganz genau, wie lange das Event geht mit der Preseason. Es steht hier nämlich, dass in jeder Woche eben neue Challenges kommen und man eben mehr Sachen für FIFA 23 bekommt, halt FIFA 23 Rewards, und die werden dann verfügbar sein in den kommenden Wochen von der Preseason. Das heißt, man weiß nicht ganz genau, wie lange dieses Event geht. Ich glaube, das geht wirklich vielleicht sogar bis zum Start von FIFA 23, weil wir haben bis jetzt bei den Rewards nicht so krasse Sachen dabei, aber vielleicht kommen da noch Coins dazu und so in den nächsten Wochen und dann werde ich euch auch Bescheid geben, weil die sollte man sich auf jeden Fall abholen. Also, ich glaube, das Event hat noch ein bisschen Potenzial und es geht anscheinend noch mehrere Wochen. Des Weiteren ist es ja so, dass EA mittlerweile die Hero Stats veröffentlicht hat. Das habe ich auch auf Instagram gepostet und das sind eben die endgültigen Stats und Freunde, das sieht schon wirklich sehr, sehr schmackhaft aus. Das sind die beiden Sachen eben hier und ganz, ganz wichtig, wir schauen uns die Stats gleich nochmal genauer an. Ganz wichtig, wenn ihr bis zum 21. August bestellt, das heißt eben morgen habt ihr noch Zeit, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht, ich werde es zwar am 20. August hochladen, aber viele sehen es auch erst am 21. Wenn ihr diese Hero-Karte einmal gratis bekommen wollt, also ihr bekommt eine gratis Hero-Karte, dann solltet ihr jetzt unbedingt vorbestellen. Ihr bekommt die Hero-Karte dann auch erst im November, weil diese Hero-Karten angeblich auch erst im November rauskommen in FIFA, wenn der World Cup-Modus startet. Aber ihr kriegt halt auf jeden Fall eine Karte komplett gratis, wenn ihr jetzt schon bestellt. Und wenn ihr sowieso bestellen wollt, dann würde ich euch raten, das unbedingt jetzt direkt noch zu machen. Und denkt bitte gerne auch dran, dass ihr euch eben PSN-Karten bei MMOGA holen könnt. Über den Link in der Beschreibung bekommt ihr nämlich 10%. Das heißt, eine PSN-Karte kostet für euch dann eben nur statt 100 Euro zum Beispiel 90 Euro. Und wenn ihr dann mit PSN-Karten zahlt, spart ihr euch halt nochmal ca. 10%. Und ihr könnt euch ja auch so eben was sparen durch EA Play und wenn ihr übers FIFA 22 Menü bestellt. Und ganz wichtig, Freunde, meine Message ist gerade nicht, holt euch ganz schnell FIFA 23. Das ist ganz wichtig, beeilt euch, stresst euch. Bam, bam, bam. Nein, Freunde, meine Message an euch ist, wenn ihr euch sowieso FIFA 23 holt und euch schon sicher seid, dass ihr euch das Spiel kauft, dann macht es unbedingt jetzt, weil ihr bekommt da einfach einen gratis Spieler dazu. Und wenn ihr es in 5 Tagen macht, bekommt ihr den eben nicht mehr. So, schauen wir uns gemeinsam jetzt mal kurz die Hero-Karten etwas im Detail an. Und zwar haben wir eben immer eine jeweilige Liga bei den Hero-Karten und das ist auch wichtig fürs Chemistry-System, weil die Chemistry nochmal extrem pushen, weil sie als zwei Spieler für die Liga eben zählen. Wie das Ganze jetzt genau zu verstehen ist, ist jetzt schwer zu erklären für mich, weil das Chemistry-System ist neu und es ist auch schwierig zu verstehen für uns alle. Aber sie bringen auf jeden Fall etwas für die Chemistry. Später übrigens kann ich euch auch noch einen Squad-Builder zeigen, wo man eben jetzt schon FIFA 23 Teams bauen kann und vor allem, wo auch noch was Großes geändert wurde. Schauen wir uns mal kurz die Karten jetzt an. Rudi Völler sieht unfassbar aus. Serie A, interessanter Spieler, Wahnsinnskarte. Diego Forlan, auch in meinen Augen unfassbare Karte. La Liga, sehr spannend. Dann Lucio, der einzige leider aus der Bundesliga. Es ist nicht mehr aus der Bundesliga gekommen. Bisschen enttäuschend. Also EA und Bundesliga, das ist irgendwie nicht so...
nicht so eine gute Love Story, aber Lucio trotzdem eine super interessante Karte. Papin, auch ein super, super Spieler, glaube ich, mit Stürmer und so. Yaya Touré, etwas niedrig gerated in meinen Augen, ein Wahnsinnsspieler gewesen, aber Khulit Gang, alles über 80. Okocha, von einer Icon zu einer Hero-Karte geworden, spielt in der Ligue 1 dann. Dann haben wir Mascherano in der Premier League, da haben viele sich gefragt, warum der nicht in der La Liga ist, aber in der Premier League hat er eben auch viele Akzente gesetzt, deswegen ist der Mann eben anscheinend in der Premier League. Dann haben wir Marquez, auch so ähnlich wie Mascherano von den Werten, Mexikaner und auch La Liga. Dann Brolin aus der Serie A, ein Stürmer mit super Werten. Cavallo als Innenverteidiger mit 80 Tempo, sieht auch sehr schmackhaft aus, der war aber nicht so groß, das ist auch ganz wichtig. Und was mir auch übrigens aufgefallen ist, die Spieler haben alle einen relativ hohen Tempowert. Also es gibt keine Karte, die irgendwie unter 78 Tempo hat. Ich glaube, das ist die Grenze. Also Mascherano und Marquez haben 78, aber unter 78 gibt es gar keine Hero-Karte. Also auch beispielsweise Peter Crouch hat 78 Tempo, das heißt, der ist wirklich wahrscheinlich sogar spielbar. Marquisio, Khulit Gang, wunderschöne Karte, ich liebe Marquisio. Dirk Kuyt, rechtes Mittelfeld, Premier League, auch interessant, die haben alle super Werte, also da kann man echt nicht meckern. Donovan auch super Werte, MLS, natürlich schwer zu linken, trotzdem weiterhin, weil du brauchst ja trotzdem irgendwie Spieler aus derselben Liga oder derselben Nation und er ist halt mit Amerika und MLS trotzdem weiterhin sehr schwer zu linken. Dieses neue Chemistry-System spielt vor allem den Leuten in die Karten, ne, die eben eine gute Nation haben, aber in einer random Liga spielen. Nakata haben wir hier mit am Start. In Ordnung, war früher eine Icon-Karte. Keywell haben wir mit dabei und bei Keywell ist es sehr interessant, weil hier, der hat Left Forward als Position. Das ist ein englischer Post, das heißt nicht linker Flügel, sondern das hier heißt Left Forward, Freunde. Und Left Forward heißt eben linker Stürmer und die Position LS und RS, die gibt es nicht mehr. Diese beiden Positionen sind weg. Diese Positionen wurden ersetzt durch Mittelstürmer, das heißt jede Formation, die linken und rechten Stürmer hat, hat jetzt einfach Mittelstürmer auf den Seiten dort. Und deswegen ist es umso kurioser, dass der hier bei dem Post als linker Forward, also als LS sozusagen, gepostet wurde. Ich denke, es ist ein Fehler von EA, weil LS-Karten sollten nicht mehr in FIFA drinnen sein. Dann haben wir Smolarek, wunderschöne Karte, kann man mit Lewandowski cool linken. Al-Owairan, und das ist unfassbar interessant, das ist einfach eine normale Karte, die 99 Tempo hat. Das habe ich so noch nie gesehen. Ich glaube, das gab es absolut noch nie. Es gab das wirklich 100% eigentlich noch nie. Ja, das geht gar nicht. Das gab es 100% noch nicht. 99 Tempo auf einer normalen Karte. Unfassbar. Cap de Vier haben wir mit dabei. 90 Tempo, interessanter Außenverteidiger. Parky Sung aus der Premier League, auch Khulit Gang. Dann haben wir Gouvou, der sieht unfassbar aus. 90 Pace und 90 Shooting, 89 Dribbling. Und dann noch die Legende Peter Crouch mit seinen 7 Metern. Alter, der Mann ist sowas von groß und der wird auch sehr interessant sein. Vor allem, wenn Kopfbälle gut sind. Wenn Kopfbälle nicht gut sind, wird der komplett schlecht sein, weil der ist auch natürlich sehr, sehr unbeweglich. Und was eben auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist Folgendes. Es ist anscheinend so, dass diese Hero-Karten, diese World Cup-Hero-Karten, wirklich erst am 11. November ins Spiel hinzugefügt werden. Also wenn der World Cup-Modus dann startet. Das heißt, wir haben am Anfang nur so normale Hero-Karten, die haben ja auch ein anderes Design. Und dann später erst kommen diese World Cup-Heroes. Das heißt, die werden sehr, sehr wahrscheinlich nicht zu Beginn von FIFA direkt da sein. So, jetzt eine weitere News zum Verein in Ultimate Team. Du hast nämlich in FIFA 22 ja immer nur die Möglichkeit gehabt, den Verein ein paar Mal umzubenennen. Du musstest hier eine Aufgabe abschließen und zwar eben den Vereinsnamen ändern. Da kannst du eben mit Dreieck drauf und dann kannst du hier den Vereinsnamen ändern. Das heißt eben die Abkürzung und den normalen Vereinsnamen. Das konnte man aber nicht oft machen. Ich glaube, das konnte man ein, zweimal machen. Öfter geht das nicht. Und in FIFA 23 hast du die Möglichkeit, deinen Verein so oft du willst umzubenennen. Das heißt, unendlich oft kannst du deinen Footverein umbenennen. Und es ist auch nicht mehr möglich, seinen Verein zu löschen. Das geht auch nicht mehr in FIFA 23. Das haben sie gemacht, übrigens, damit man nicht mehr so viele PSN-Accounts erstellen kann und immer ein neues Ultimate-Team dort beginnt. Das heißt, da gehen sie sehr stark gegen Hacker, gegen Coinseller und vor. Das heißt, man kann seinen Verein deswegen eben auch nicht mehr löschen in FIFA 23. Und jetzt noch eine sehr coole Info als Abschluss zum Squad Builder. Das heißt, wenn ihr euch schon ein Team bauen wollt, Footbin hat eine sehr coole Funktion jetzt schon mit eingebaut und zwar eben die Spielervorschläge. Das heißt, du baust dir ein Team und Footbin schlägt dir passende Spieler vor, die von der Chemistry gut ins Team passen. Und das hilft einem natürlich sehr, sehr gut weiter beim Teambau, vor allem jetzt am Anfang, wo alles noch sehr verwirrend ist.
Also wenn du hier auf Footbin drauf bist, kannst du hier auf Bilder gehen und dann FIFA 23 Bilder. Ich glaube, du kannst aber auch hier rechts oben gleich drauf gehen. Dementsprechend kommst du dann hier zu diesen Bildern und kannst dir zum Beispiel mal hier einen Neymar ins Team bauen. Hoppala, die Werte natürlich sind noch nicht aktualisiert, aber die Spiele an sich schon. Und dann kommen hier diese kleinen Glühbirnen. Und wenn du auf so eine Glühbirne klickst, dann zeigt er dir Karten an, die gut dazu passen. Zum Beispiel Jesus könnte man reingeben und dann rechts könnte man weitermachen mit Moura. Und das ist halt extrem angenehm, weil du dein Team so super einfach auf entspannt nebenbei bauen kannst und nicht die ganze Zeit so viel nachdenken musst, welche Spieler du reingibst. Vor allem mit dem neuen Chemistry-System. Es macht es halt wirklich viel, viel einfacher und da kann man auf jeden Fall die Teams dann viel, viel einfacher bauen. Ihr könnt übrigens schon beginnen, euch jetzt Starter-Teams zu bauen. Die Werte, wie gesagt, und die Transfers sind ja noch nicht finished. Also Transfermarkt ist ja noch offen bis Ende August und die Werte sind noch nicht fixiert. Aber man kann schon langsam beginnen. Und ihr könnt mir gerne auch schon mal eure Teams auf Instagram schicken. Ich würde nämlich demnächst gerne mal ein Starter-Team-Video machen. Das macht aber wahrscheinlich am meisten Sinn erst, wenn die Transferzeit vorbei ist. Erst dann macht ein Starter-Team-Video so richtig Sinn. Aber so aus reinem Interesse könnt ihr mir gerne mal eure Teams zukommen lassen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten war es das jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr könnt auch gerne noch in unseren Trading-Discord reinkommen. Der ist ja jetzt schon eröffnet. Wir haben schon zwei Guides drinnen. Einmal der perfekte Start, ein extrem ausführliches Guide zu FIFA 23 und FIFA 23 überteuert verkaufen. Wie geht man da vor? Wie macht man da die meisten Coins? Diese beiden Anleitungen sind schon im Discord drinnen. Und wenn ihr da reinkommen wollt, könnt ihr das kostenlos machen, wenn ihr Amazon Prime habt oder einfach mit einem 5er im Monat. Das heißt, ihr zahlt 5 Euro monatlich und seid dann einfach im Discord, könnt jederzeit wieder austreten und dafür schreibt ihr mir am besten einfach bei Instagram, dann erkläre ich euch, wie ihr wirklich reinkommt und nehme euch da kurz bei der Hand und dann seid ihr auch schon im Discord drinnen und dann passt das Ganze und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.